Hallo YouTube und willkommen zu unserem monatlichen Update, was ist in Microsoft Teams im letzten Monat passiert. Dieses Mal sind nicht ganz so viele Neuerungen dabei, denn in der Roadmap wurden sehr viele Neuerungen für den Januar vorgestellt, die ich euch bereits im letzten Monat vorgestellt habe. Deswegen packe ich einfach den Link vom letzten Video auch nochmal unten in die Infobeschreibung. Gerade oder insbesondere in die Bereiche, wir springen einmal hinein. Hier unten sowas wie vorgeschlagene Antworten aktivieren, deaktivieren wurde vorgestellt oder auch jetzt spinnt es wieder. Hier in dem Bereich Dateien können wir ja normalerweise den Download-Pfad hinterlegen. Das wurde auch nochmal vorgestellt. Ihr seht aber hin und wieder spinnt das Ganze nochmal. Es wurde ein paar Mal gefixt und jetzt Vorzeigeeffekt. Es funktioniert wieder nicht. Aber in dem Bereich wurde sehr viel in der Roadmap vorgestellt. Doch steigen wir einfach mal ein in die Neuerungen, die ich entdecken konnte. Und da beginnen wir zunächst einmal mit dem Chat. Wenn ich einen neuen Chat öffne, nehmen wir jetzt mal das E-Learning. Da haben wir es. Microsoft 365 E-Learning ist jetzt ein E-Mail-Verteiler. Und das heißt für uns E-Mail-Verteiler und Microsoft 365 Gruppen können wir als Gruppenchat nutzen. Vorausgesetzt, die dort enthaltenen Mitglieder haben auch eine entsprechende Lizenz für Teams, dann könnt ihr an der Unterhaltung teilnehmen. Ansonsten würden sie entsprechend ausgeschlossen werden. Aber das funktioniert jetzt. Zusätzlich zu den Verteilergruppen und Microsoft 365 Gruppen sind auch E-Mail-aktivierte Sicherheitsgruppen möglich. Auch die könnt ihr hier auswählen. Ist wirklich eine sehr schöne Neuerung. Haben wir lange drauf gewartet und jetzt funktioniert es. Springen wir einmal in den Bereich Besprechungen, denn dort gab es drei Neuerungen an der Zahl. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Neuerung aufführen, aber wenn wir jetzt eine Besprechung öffnen, vorher konnten wir das manuell pop-outen, jetzt passiert das in der Desktop-Applikation automatisch, auf dem Mac ebenfalls, aber falls ihr diese Neuerung noch nicht kennt, könnt ihr sie gerne als Neuerung ansehen. Wir senden einmal eine Besprechung ab, springen in den Termin hinein und sagen jetzt einmal Besprechungsoptionen anzeigen. Na, Teams ist heute ein wenig langsam. Was wir jetzt machen können, na, der Zoom will heute nicht. Super, die Technik streikt. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, wählen Sie Mitorganisatoren aus. Hier kann ich jetzt aus den Teilnehmern, die ich in die Besprechung eingeladen habe, wählen. Und wenn wir jetzt Toni auswählen und sagen Speichern, hat Toni die Möglichkeit, Breakout Rooms anzulegen, sie zu öffnen und genauso wie ich als Organisator hat er die Möglichkeit, zwischen den Rooms hin und her zu springen. Habe ich vorher noch getestet, funktioniert wirklich einwandfrei. Vergleichbare Möglichkeiten hatten wir schon in der Vergangenheit, aber nicht ganz in der Gänze und in den Ausmaßen, wie es jetzt möglich ist. Also wenn ihr viel mit Breakout Rooms arbeitet, euch geärgert habt, dass das vorher nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert es für diejenigen, die ihr hier als Mitorganisatoren eintragt. Können wir auch wunderbar in der Besprechung machen. Werden wir uns gleich auch nochmal anschauen. Und damit springen wir auch direkt in den Termin hinein. Hier gab es nämlich auch eine wunderbare und schöne Neuerung. Und zwar haben wir jetzt hier den Punkt Ansichten. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir alle Funktionen, die in dem Bereich Ansichten kategorisiert werden können. Diese Ansicht haben wir nicht nur in der Desktop-Applikation, sondern auch in der Web-Applikation. In der VDI haben wir auch diese Ansicht. Somit sind wir so gut wie auf jeder Applikation identisch. Die Funktionen innerhalb dieser Übersicht sind eventuell ein bisschen eingeschränkt, aber anders als in der Preview, wo das Ganze ja hier links angezeigt wurde, befindet sich nun die Ansicht in diesem Bereich. Wir haben die verschiedenen Galerien, Zusammenmodus, Gebärdensprache, Fokus auf Inhalt, Galerie oben und den Vollbildmodus. Entsprechend ist jetzt hier auch im Bereich Weitere die Übersicht ein wenig anders. Wir haben hier aber auch Kategorien und entsprechend der Kategorien finden wir hier auch die ein oder andere Funktion. Gerade am Anfang braucht man ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber dadurch, dass das jetzt deckungsgleich überall ist, ist das wirklich eine wunderbare Neuerung. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das ist das Paging.
Wir sehen in dem Fall hier unten die Möglichkeit, zwischen den Seiten hin und her zu switchen. Das ist die normale Galerie. Alternativ ist das auch möglich, wenn der Inhalt hier geteilt wird, jemand seinen Monitor teilt, haben wir hier im rechten Bereich die Kameras und dort können wir dann auch mit den Pfeiltasten nach links und rechts switchen. Wenn wir auf die große Galerie umschwenken, haben wir die 49 plus 1 Ansicht. Dort haben wir es dann tendenziell auch, aber natürlich erst, wenn wir die 49 plus 1 überschritten haben. Bei der 9er Ansicht funktioniert das auch. In der Web-Applikation funktioniert das bereits bei 4 Webcams. Sobald dann die 5. dazukommt, wird das Paging hier aktiviert. Und das Schöne ist, in der VDI von Microsoft Teams funktioniert das auch. Dort haben wir sogar den entscheidenden Vorteil. In der Vergangenheit war Teams in der VDI eine mittlere bis große Katastrophe, wenn wir keine Grafikunterstützung hatten. Bei 3, 4 Teilnehmern, die ihre Webcam anhatten, war das ein Gelegge, es war nicht flüssig, es war nicht wirklich schön, dort teilzunehmen. Jetzt funktioniert das Ganze flüssig und ohne Probleme, dank des Pagings, auch ohne Grafikunterstützung. Diejenigen, die sich jetzt extra dafür ihre, sagen wir mal, Citrix-Farm aufgerüstet haben, werden sich vermutlich ein wenig ärgern. Alle anderen werden sich freuen, denn dank des Pagings funktioniert es in der VDI deutlich flüssiger, nahezu so wie in der Web-Applikation. Ist wirklich wunderbar, gerade dann, wenn ihr auch damit gespielt habt, das in der Zukunft oder auch aktuell schon in der VDI zu nutzen, werdet ihr jetzt auf jeden Fall deutlich bessere Performances erleben und das macht natürlich auch die Besprechung deutlich angenehmer und für alle Teilnehmer auch schöner. Dann, bevor wir hier rausspringen, gehen wir noch eben in die Einstellungen, Besprechungsoptionen und hier sehen wir auch nochmal, dass wir in der Besprechung den Mitorganisator auswählen können. Als letztes hier in der Applikation springen wir einmal in den Bereich Updates, den Aktualisierungen, denn wie ihr hier schon seht, hat diese Applikation ein kleines Facelift erhalten. Wir müssen uns erstmal durch die Tour durchklicken. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus, wirkt ein wenig moderner, übersichtlicher. Man muss sich natürlich an die neue Übersicht noch ein wenig gewöhnen, aber das funktioniert wirklich sehr schnell. Die wichtigsten Dinge haben wir oben in der Übersicht. Wir haben auch wunderschöne Kategorien, auch wunderbare Buttons hier. Also wenn ihr die Updates-App in Teams genutzt habt, schaut da einfach mal rein. Probiert das neue Dashboard einmal aus und nach wenigen Minuten werdet ihr euch auch daran gewöhnen und solltet das dann auch wieder ohne Probleme so nutzen können, wie in der Übersicht, die wir vorher hatten. Dann, bevor wir in den letzten Punkt, und das wäre der Endpoint Manager, springen, gibt es nochmal eine kurze Info, denn zum 31.12.2023 wurde der Zugriff auf Exchange Web Services eingeschränkt. Das, was Microsoft in der Roadmap dazu geschrieben hat, ist folgendes. Microsoft wird den Zugriff über Exchange Web Services, EWS, auf Teams Nachrichtendaten ab dem 31. Januar 2023 einschränken. Der vollständig unterstützte Zugriff auf Teams Nachrichtendaten ist über die Microsoft Graph Teams Export API verfügbar. Mit Teams Export APIs können Sie 1:1 Gruppenchats, Besprechungschats und Kanalnachrichten aus Microsoft Teams exportieren. Wenn die Anwendung Ihrer Organisation Microsoft Teams Nachrichten exportieren muss, können Sie mit Hilfe von Teams Export APIs extrahieren. Wenn Ihre Organisation keine Anwendung entwickelt hat, die EWS nutzt, können Sie diese Meldung ignorieren. Also für alle diejenigen, die hauptsächlich in der Entwicklung tätig sind, ist das sehr, sehr wichtig. Für alle anderen nicht wirklich. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Part für heute. Ich hoffe, ich kriege das hier noch einmal angezeigt. Denn im Endpoint Manager gibt es jetzt neue Möglichkeiten. Und diese finden wir, wunderbar, ich kann hier ein wenig hineinzoomen, im Bereich Apps. Dann haben wir hier App-Schutzrichtlinien. Und wenn wir jetzt sagen, ich möchte eine neue Richtlinie für iOS oder Android erstellen, nehmen wir mal iOS, führen wir einen
Test aus, springen auf Weiter, öffentliche Apps. Hier müssen wir jetzt einmal nach Teams suchen, auswählen und hinzufügen. Springen einmal auf Weiter und wenn wir jetzt ganz nach unten scrollen, haben wir hier Benachrichtigung zu Organisationsdateien, erteilen Sie, blockieren und Organisationsdaten blockieren. Also wir können jetzt Organisationsdaten blockieren. Richtig heißt diese Funktion Benachrichtigungsgranularität für Teams Mobiles über Intune. Das ist die Funktion. Wenn ihr euch fragt, wo finde ich sie, wie stelle ich sie ein, da habt ihr jetzt die Lösung. Damit sind wir mit den offiziellen Neuerungen, die ich finden konnte, auch schon durch. Es gab leider aber auch ein paar Verschiebungen und ein paar Funktionen, die angekündigt wurden, die ich nicht finden konnte, die bei mir noch nicht funktionieren. Und die schauen wir uns als nächstes einmal an. Und hier sehen wir nun die Verschiebung und Verspätungen für den Monat Januar. Wie im letzten Monat auch, wurde wieder PowerPoint Live in Teams verschoben, da explizit die Vergrößerung der Folie. Ich habe es hier mit dem Sternchen markiert. Im letzten Monat wurde es auf Januar verschoben, jetzt wurde es auf Februar verschoben. Mal schauen, was dann noch so kommt. Dann haben wir die Einführung in den OneNote Viewer in Mobile Teams Apps, wurde auch auf den Februar verschoben. Wir haben eine weitere Verschiebung. Diagramm API für Teams Besprechungsprotokoll wurde auf April verschoben. Die können wir auch in der Roadmap finden. Da haben wir zunächst einmal weiterhin den Speaker Coach. Funktioniert bei mir leider noch nicht, kann ich euch nicht zeigen. Dann den Chat Einladungsablauf für externen Zugriff für verwaltete Organisationen. Kann ich euch leider auch noch nicht zeigen. Ich habe heute nochmal die Live Events getestet. Die Übersicht ist immer noch dieselbe wie in den letzten Wochen und Monaten, von daher kann ich euch dort auch nichts zeigen. Genauso wie eine Korrektur des Zeitstempels in Transkriptionsdateien. Dort soll jetzt statt einer Zahl immer mit doppelten Zahlen angezeigt werden. Ist so ein bisschen eine Änderung von der AM-PM-Zeit in die Zeit, die wir hier in Europa nutzen. Funktioniert leider auch noch nicht. Und wenn wir einen Anruf bekommen, diesen nicht wahrnehmen können, taucht er in den Aktivitäten auf und dort soll es einen Button geben, mit dem wir direkt zurückrufen können. Funktioniert leider auch noch nicht. Wann diese Neuerungen kommen, weiß ich nicht. In der Roadmap habe ich sie nicht mehr gefunden. Sie wurden nicht offiziell verschoben. Von daher müssen wir ein wenig Geduld mit uns bringen. Ich hoffe, trotz der wenigen Neuerungen war für euch eventuell das ein oder andere dabei. Gerade in den Besprechungen, die neue Übersicht gibt uns deutlich mehr Performance und auch ein paar neue Möglichkeiten. Falls für euch die ein oder andere Neuerung nicht dabei war, vielleicht ist sie ja bei den Verspätungen oder verschobenen Funktionen dabei. Ich hoffe dennoch, dass ihr das ein oder andere mitnehmen könnt und wir hören und sehen uns im nächsten Monat zum nächsten Update.